Hallo meine Beauty Bunnies und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich stelle dir heute das neue Catrice Sortiment für das Frühjahr 2023 vor. Ich habe einiges eingekauft. Nicht alles habe ich eingekauft, aber viel. Wenn du also wissen möchtest, was ich geshoppt habe, wie die Produkte von Catrice so abschneiden, dann bleib auf jeden Fall dran. Vergesst nicht meinen Kanal hier zu abonnieren. Vielen lieben Dank dir. Und ich würde sagen, wir starten mal. Es wird ziemlich lang, das Video. Ich entschuldige mich jetzt schon im Voraus. Weil wenn wir jetzt nicht anfangen, dann werden wir niemals fertig und sitzen morgen noch hier. Also, es geht los und viel Spaß dir. Ich freue mich, wenn du dran bleibst. Die Haare sind mal weggesteckt und als erstes fangen wir mit den Paletten an. Ich habe zwei Paletten geshoppt. Einmal die Sun Glow Palette und die Brow Slim Eyeshadow Palette Blushing Ocean. Ich stelle dir erst einmal die Sun Glow Palette vor. Das ist eine Eye & Cheek Palette mit einer Pappumverpackung. So goldene Elemente sind dabei und ich muss sagen, die Farben sind richtig, richtig schön. Kommt übrigens mit einem Spiegel, das lasse ich jetzt aber mal so. Wir haben ja einmal einen Bronzer, einen Blush und vier Lidschattenfarben. Ich muss sagen, dass der Ton nicht wirklich peachig ist. Also da habe ich peachigere Töne, das ist eher so wie so ein Rosa. Ja, für mich in Rosa oder ein ganz helles Peach, dieser Ton hier. Das ist die Farbe Peach Please, aber das ist mir nicht peachig genug. Ich habe aus einer anderen Palette einen Peach-Ton, der ist richtig peachy peachy. Das ist hier nicht ganz so peach, aber trotzdem eine wunderschöne Palette, muss ich sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass ich die mit in den Urlaub nehmen würde, weil ich einen schönen Bronzer dabei habe, was du hier jetzt bei den Swatches siehst. Geht allerdings alles so eher in die warme Richtung. Also wenn du auf kühlere Töne stehst, ich glaube, dann ist es eher nichts für dich. Ansonsten hast du hiermit eine gute Palette, die du tagtäglich verwenden kannst. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Blush nicht jedem steht. Ich muss aber sagen, ich stehe auch voll auf so peachige Töne und mag das voll gern. Dann kommen wir zu der Pro Slim Eyeshadow Palette Blushing Ocean. Kommt ebenfalls in einer Pappumverpackung. Und das ist ja die Mesmerizing Moments 010 Palette. Sehr schlicht eigentlich von außen, ich mag das aber und das ist das Farbschema. Kommt auch mit einem Spiegel, ich lasse es aber jetzt so, damit du nicht so geblendet wirst. Wir haben Shimmer Shades, verschiedene Töne dabei. Wir haben sehr interessante Pressings, was wirklich so ein Ocean eben ist. Wir haben auch hier so eine Art Peach-Ton drin, der Ton Daydream, der auch schon sehr peachig ist hier vom ersten Auftrag und ja, sonst eine sehr schöne Palette, wo ich auch glaube, dass man die gut im Alltag verwenden kann. Das Pink und das Blau, das ist hier ein ganz helles Eisblau. Das sieht man in eurem Licht nicht so gut. Ein kristallfarbener, der ist wirklich kristallblau eher. Das und dieses Blau hier sind die einzelnen so Pop-of-Colors eigentlich. Das schimmert bei euch in der Kamera auch nicht so, ist aber auch sehr intensiv. Die Farbe Pink Sand mag ich persönlich auch sehr gerne. Tolle Palette, so von optischen schon mal. Und jetzt müssen wir den Look schminken. Ich glaube, ich verwende heute die hier. Das ist ja so meine Palette für die Unterhalb der Woche, wenn ich zur Schule gehe, wenn es schnell gehen muss. Und ich würde aber heute damit gerne Look schminken, weil ich muss sagen, mich spricht die echt an. Ich hatte schon mal eine Catrice Slim Palette, die hat mich überhaupt nicht angesprochen. Die habe ich einmal verwendet und dann ja nie wieder. Und die finde ich hier echt schön, weil ich gerade auf so rosa und ja, braune Töne stehe. Also für mich eine ganz, ganz tolle Palette schon mal von da aufmachen. Die Farbe Pearl ist übrigens auch schimmernd, ganz leicht semi-schimmernd, aber super weich von der Konsistenz. Könnte man schon gut für den Anfang nehmen, aber ich glaube, ich fange heute mal mit einer anderen Farbe an. Nämlich in die Farbe Daydream gehe ich hinein. Das ist, ja, die so eine Welle hat wie so ein Ocean. Und die gebe ich mir einfach mal ziemlich weit oben. Und guck, wie der Look sich so entwickelt. Ich habe wirklich keinen Plan. Ich will eigentlich unbedingt dieses Blau irgendwie integrieren. Wie? Weiß ich noch nicht. Diese Farbe ist schon mal super gut. Gefällt mir. Wow, das geht schnell und einfach. Sehr schön. Ich gehe in Deep Dive rein. Hier unten eine sehr dunkle Farbe und die gebe ich mir ganz außen auf mein Lid. Die krümelt etwas. Aber es ist bei dunklen Tönen eigentlich Standard. Auch das geht super gut. Was ich an der Palette mag, man kann sich so ein bisschen immer
von dunkel nach ganz hell vorarbeiten. Geht phänomenal gut bei dieser Palette. Ich gehe direkt mit dem gleichen Pinsel in die etwas hellere Farbe. Also das ist hier so ein richtig Schokoladenbraun. Und wir gehen jetzt in, ja, ich würde eher so Bordeauxrot sagen, in die Farbe Palm. Und gebe die mir auch noch hier außen auf, aber schon etwas weiter in die Mitte hin, wie du siehst. Also so einen guten Übergang zu schaffen. Hier, jetzt gehe ich in die Farbe Peach Flirt. Also die Farben funktionieren super miteinander. Das ist eigentlich eine gute Anfängerpalette, weil die Farben gut miteinander harmonieren und man nicht viel arbeiten muss. Also sage ich ganz ehrlich, funktioniert alles total gut. Das Einzige, was ein bisschen tricky ist, ist das Dunkle hier, also der dunkle Ton, die Farbe Deep Dive. Ansonsten macht es echt Spaß mit dieser Palette. Finde ich gar nicht schlecht, finde ich gut. Und auch wenn das jetzt nicht passt, gehe ich trotzdem in die Farbe Ocean und setze die mir hier vorne auf mein Lid, weil ich unbedingt wissen will, wie sie performt und ihr seht, wie toll das wird. Zum Überblenden gehe ich in das Pink rein. Das ist Pink Sand. Ganz toll. Großes Kino, würde ich sagen. Ich gehe jetzt nochmal mit einem Pinsel hier rein. Ich habe das mit den Fingern aufgetragen, weil Shimmer Shades funktionieren dann einfach besser. Aber ich musste so ein bisschen den Übergang machen und das mache ich mit einem Pinsel und das funktioniert auch sehr gut. Kaum Kickback, richtig schön, tolle Palette. Kurz zur Palette, sehr schön, klare Kaufempfehlung. Das Blau ist natürlich nicht alltagstauglich, ich finde es aber mega und ich trage sowas richtig gern. Jetzt vielleicht nicht zur Arbeit, aber hier oder auch sonst, wenn ich irgendwo hingehe, ist genau mein Fall. Also klare Kaufempfehlung von dieser Palette, sehr schön. Ich glaube nicht, man kann viele Alltagslooks und viele extravagante Looks mit dieser Palette schminken. Kommen wir nun zu den Calligraph Artist Eyeliner, die neu sind in 4 mega geilen Farben. Ich weiß noch nicht, wann ich sie wo anwende, aber ich wollte sie unbedingt haben. Wir haben einmal Butterscotch, ein echt cooles Gelb. Dann haben die Farbe Off Topic, ein wunderschönes Jadegrün, würde ich es nennen. Dann haben wir die Farbe Setting Sun, ein knalliges Orange. Und dann haben wir ebenfalls noch ein Blau dabei, Ocean Flirt. Das ist so die einzige Farbe, die mich etwas enttäuscht, weil ich sie gerne etwas dunkler gehabt hätte. So geht sie doch sehr ins Fliederfarbene rein. Ist auf jeden Fall eine Trendfarbe, aber ich hätte sie gerne etwas dunkler gewünscht. Jetzt habe ich die Qual der Wahl und weiß nicht, was ich nehmen soll. Ja. Eine von diesen Farben wird es werden. Das Grün könnte eventuell, ja. Wisst ihr was, ich bin heute mutig und ich bin echt gelb. Das wird Chaos aussehen, aber wir machen das. Übrigens kommen alle mit einer Filzstiftspitze. Kann man eigentlich mal sehr gut schmalen und die Farbe dunkelt mir etwas nach. Also wenn man sie frisch aufträgt, ist sie heller, als wenn sie getrocknet ist. Die Farben sind nicht wasserfest, das sollte man wissen. Also wenn du damit arbeitest und hast tränige Augen, dann vielleicht besser nicht. Ja, ich arbeite mir einfach mal Butterscotch ein. Und jetzt sieht man schon, dass die Spitze dann dreckig wird, was logisch ist. Kriegt man aber sauber. Also dafür, dass es gelb ist, ging es doch recht gut. Auch wenn es dunkel ist, die Filzstiftspitze ist jetzt etwas versaut, aber das war mir irgendwie auch von vornherein klar, ne? Wenn es auf so dunklen Farben geht, dann ist das nicht so einfach. Ich habe ebenfalls noch False Lashes mitgenommen und das sind die Big Volume Lashes. Vorne schön dünn und werden dann nach außen richtig fluffy. Ich glaube, das bringt es für den Look gerade wirklich. Deswegen, die gebe ich mir mal auf und sage euch dann, wie die sind. Die haben jetzt ein durchsichtiges Bändchen. Mag ich sehr gerne und ich muss mir so sagen, ich mag Catrice Lashes mit am liebsten aus der Drogerie. Das sind einfach die besten. Und wenn auch jemand Lashes irgendwie haben will, dann empfehle ich grundsätzlich Catrice Lashes, weil diesen Job, das können die. So sehen sie aus, nochmal ohne die glänzende Verpackung, richtig schön. Die gebe ich mir mal auf und dann bin ich gleich wieder mit False Lashes hier am Start. Die Catrice Lashes sind da, wo sie hin sollen und funktionieren super. Sie sind jetzt zwar etwas dramatisch, ja,
das sehe ich ebenfalls. Aber wir lassen das jetzt. Warum nicht? Muss auch mal sein. Ich werde es jetzt nicht immer so tragen, aber für so einen Look finde ich ganz cool. Wir machen endlich weiter mit den Face-Produkten. Ich glaube, darauf haben schon viele von euch gewartet, dass wir damit weitermachen. Wir beginnen mit The Smoother. Das ist ein Plumping Primer Konzentrat, vegan und mit Kollagen. Aufpolsterndes Grundierungskonzentrat mit veganem Kollagenersatz füllt feine Linien optisch auf. Ich habe hier feine Linien, ich habe da feine Linien, ich habe überall feine Linien. Also wenn das funktioniert, das wäre ja mal mega. Hier sind übrigens 15 ml drin. Ich hätte es vielleicht mit 30 gerechnet wie einen normalen Primer. Nein, 15. Und ist eine bläuliche Konsistenz. Ich weiß nicht, ob du es erkennen kannst. Für dich wird es wahrscheinlich weiß schimmern, ist aber bläulich. Riecht nach nichts, wirklich. Ja, riecht nach nichts. Und wir geben das erstmal auf eine Seite nur auf und gucken, wie das Gefühl ist. Jetzt rieche ich so ein bisschen Schwimmbadgeruch. Riecht so ein bisschen muffig. Deswegen Schwimmbadgeruch. Wenn man so ein altes Style anpackt, dann riecht das so. Naja, ist halt nicht parfümiert und finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Aber wir schauen jetzt erstmal die eine Seite. Nicht wundern, dass ich rot werde. Das habe ich immer, wenn ich meine Haut streiche. Das hat nichts mit dem Produkt zu tun. Gefühl ist gut. So ein bisschen kühlend. Wahrscheinlich, weil es so eine Art Gel-Formulierung ist. Ob es die Fältchen gemindert sind, kann ich dir nicht sagen. Sind vielleicht einfach nur mit Feuchtigkeit versorgt. Wir machen mal die andere Seite und müssen wir sowieso machen, von daher. Das erste Gefühl ist gut, es zieht schnell ein. Man hat so ein bisschen Feuchtigkeitsgefühl noch auf der Haut, obwohl es gar nicht mehr da ist. Also es ist so ein bisschen klebrig, aber mehr auch nicht. Bin jetzt gespannt, wie es wirkt. Ich finde, da kann man nicht beim ersten Mal was sagen. Also bei Lidschatten kann ich direkt sagen, es gefällt mir. Aber bei so einem Primer, das muss man irgendwie mehrmals testen. Vielleicht auch eine andere Foundation, die man kennt. Oder mit einem anderen Primer noch. Da muss man einfach mal schauen, wie das Gefühl ist. Aber das erste Gefühl ist gut und kann nichts dagegen sagen. Wir machen weiter mit dem Star der Show. Ich bin so gespannt, wie dieses kleine Teilchen hier ist. Ich halte dir hier übrigens die Nude Drop Tinted Serum Foundation in die Kamera mit Hyaluronic Acid und Vitamin E. 30 ml und in einem Glasflakon kommt die neue Foundation. Ähnlich wie die HD Liquid Coverage Foundation, die ich geliebt habe. Ich habe Unmengen davon durchgehabt, bis ich dann immer was gewechselt habe. Aber die mag ich sehr, sehr gern und bin jetzt echt gespannt, wie die hier ist. Das ist nämlich eine Foundation. Sie deckt wie eine Foundation, fühlt sich aber an wie ein Serum. Leichte, atmungsaktive Formulierung mit aufbaubarer, leichter bis mittlerer Deckkraft. Flexibel auf der Haut für ein langanhaltendes, hautähnliches Ergebnis. Und genau deswegen bin ich gespannt. Kann man das aufbauen? Funktioniert das? Sieht das bei mir aus? Ich bin ja ehrlich, ich habe nicht immer eine gute Haut. Gerade geht es, aber es gibt auch andere Zeiten. Da sieht das nicht so aus und vielleicht würde mir es dann nicht reichen. Ich habe jetzt die Farbe 036C. Ich hatte zwei bestellt, weil ich mir eben unsicher war, passt das von der Farbe her oder nicht. Es ist aber nur diese angekommen. Jetzt müssen wir damit halt auskommen. Ich swatch erst einmal die neue Foundation. Das ist die 036C und daneben die Light Beige 10, die ich immer verwendet habe. Das ist die HD Liquid Coverage Foundation in der Farbe 010. Das passt eigentlich immer perfekt. Und das ist die Tinted Serum Foundation in der Farbe 036. Die ist auf jeden Fall ein Ticken dunkler. Und die dunkelt auch nach, habe ich das Gefühl. Also eben beim Auftrag war sie nicht so dunkel. Heißt, da brauche ich auf jeden Fall eine hellere Farbe. Das wird gleich nicht passen. Hier sieht man, die passt ganz gut. Die geht aber definitiv ins Wärmere rein, obwohl das schon cool ist. Oder Orange eher, ne? Dass sie Orange wird, finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich weiß leider nicht, wie viel man braucht. Und ich mache das einfach wie immer bei meinen Catrice Foundation. Dass ich das direkt auf mein Gesicht gebe. Und ich werde das mal mit einem Pinsel einarbeiten. Ich habe das Gefühl, dass es mit einem Pinsel besser geht. Vielleicht geht es auch mit einem Sponge besser. Der du hast den typischen Catrice Eigenduft von einer Foundation. Ah, die brauche ich den Ton heller. Ein Ticken heller. Nicht viel, aber einen Ticken brauche ich sie heller. Die andere Seite werde ich mal mit einem Beauty Blender verblenden.
Also wieder das gleiche Prozedere und gucken wir mal. Erstes Fazit. Mit dem Pinsel wird es deckender, mit dem Beauty Sponge sauberer. Das ist ein bisschen Zwiespalt jetzt, was macht man? Also ich gebe das also erst mit einem Pinsel auf und gehe dann mit meinem Schwamm drüber. So werde ich es machen. Genau. Also erst mit dem Brush und dann mit dem Sponge drüber, weil dann die Deckkraft dann doch wesentlich höher ist, also hier auf der Seite, als auf der anderen. Ansonsten, erster Eindruck, mega, mag ich. Mag ich wirklich gern, finde das schön. Ich finde es echt schön. Ja. Ich bin bei Foundation wirklich jemand, der sehr kritisch ist. Ich habe... Ich bin bei Foundation jemand, der sehr kritisch ist. Aber wie ich schon wusste, Catrice kann's. Sehr schön, gefällt mir. Auch wenn die Farbe jetzt etwas dunkel ist, aber vielleicht passt sie sogar noch. Was sagst du? Schöne Foundation, die macht irgendwie ein ganz tolles, gesundes Hautbild. Ich weiß nicht, ob ich das so erklären kann. Sieht wirklich gut aus. Also auch hier im Spiegel, in der Kamera, gefällt mir gut. Ich glaube, die Farbe könnte sogar passen. Die lässt mich nicht ganz so krank wirken, so dass du weißt, wie ich in Wirklichkeit bin. Gar nicht so schlecht. Ich gebe mal eben Concealer und Puder auf, denn das gab es nicht neu, soweit ich es gesehen habe. Und dann habe ich gleich den neuen Bronzer hier am Start. Gucken wir mal, ne? Das ist die Foundation einmal abgepudert und auch dann gefällt sie mir gut. Meistens ist es dann so, weiß man nicht, aber auch dann sitzt sie wirklich perfekt. Richtig, richtig schön. Ganz, ganz toll. Ich würde jetzt gerne mit meinen Augen noch schnell fortfahren. Ich habe mir für die Wasserlinie übrigens einen neuen Stift mitgenommen. Den gab es ebenfalls noch. Das ist die Farbe Light Up und kommt mit so einem nudigen, ja, hellen Ton übrigens, aber mit so ein bisschen Schimmer dabei. Also nicht ganz weiß, so ein bisschen Schimmer. Und den gebe ich mir auf meine Wasserlinie. Also ist nicht weiß, sondern schimmerweiß. Champagnerton würde es, glaube ich, treffen. Champagnerton. Das passt wohl eher. Ich gehe jetzt in die Farbe Cave, denn die habe ich noch gar nicht verwendet und die gebe ich mir im unteren Wimpernkranz so ein bisschen. Und das blende ich mit der Farbe Cabana aus. Selbstverständlich habe ich mir auch die Holiday Skin Bronzer & Glow Palette mitgenommen und fand das Duo einfach schön. Das ist übrigens die Farbe 010 Out of Office. Und allerdings dachte ich mir dann, als ich meinen alten Bronzer rausgesucht habe, von Catrice, den ich immer noch verwende, dass es doch ähnlich aussieht, oder? Auch so vom Muster her und, und. Ich glaube allerdings, dass der hier wärmer vom Ton her ist. Ich swatch mal eben beide. Das war die Farbe 010 Summer in the City. Ich glaube, das siehst du ganz gut. Sehr schön aschig. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Bronzer. Ja, der geht ein Ticken in die wärmere Richtung. Aber trotzdem auch sehr kühl noch. Ist schon ähnlich, ne? Schon ähnlich. Ich mag den hier sehr gerne. Deswegen glaube ich, dass ich den auch mag. Weil er einfach ein Ticken rötlich ist. Also der ist ein ganz klein bisschen rötlicher. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ich glaube, dass er mir dadurch etwas besser steht. Bei mir stehen diese ganz kühlen Töne nicht wirklich. Habe ich festgestellt, irgendwie sieht, oder ich empfinde das zumindest, dass das bei mir nicht so aussieht. Okay, dann wollen wir mal. Kommt gut Produkt ab, richtig gut. Der Bronze aus dieser Palette ist richtig, richtig schön. Für alle, die nicht so auf ganz so kühle Töne stehen oder so ein Mittelding haben wollen, wird das zwar genau das Richtige sein. Also ich mag ihn sehr gern. Wir probieren erst gleich den Highlighter aus. Zuerst möchte ich noch Blush auflegen. Und da habe ich mir diesen neuen Stick gekauft. Das ist der Chic Flirt Face Stick in der Farbe 010 Rockin' Peach. Ja, ich stehe auf Peach. Peach wird aber nicht zu diesem Look passen. Ist jetzt erstmal egal.
Den machen wir mal auf. Ich habe ja mit Abgabe gerechnet, aber mit so einer Abgabe habe ich nicht gerechnet. Das ist krass. Im Vergleich dazu werde ich dir aus dieser Palette nochmal den Peach oder den Sunset Blush setzen. Hat dazu gar keine Abgabe, wenn man ja bei diesem Stick daneben sieht und dann das. Ja, beides geht in die peachige Richtung. Ich werde es auf jeden Fall aber diesen Stick hier ausprobieren. Und ich mache das jetzt einfach pragmatisch. Ich gebe was auf meine Handfläche, weil da eh schon so viel drauf ist. Und gebe dann, weil ich gehe dann mit meinem Sponge da rein und verteile das dann auf meinen Wangen. Gucken wir mal. Ja, der ist sehr kräftig. Krass. Und ich bin ja hier schon dran, ne, dass ich das auf meinen Handrücken erst einarbeite und dann auf meinen Wangen. Aber da musst du echt vorsichtig sein. Man muss aber sagen, es funktioniert super. Also ich habe jetzt alle Puderprodukte schon drauf und arbeite jetzt trotzdem mit dem Stick und der ist auch nicht tacky oder klebrig. Das klappt schon ganz gut. Bei den meisten Produkten ist es dann so, wenn du mit so einem Stick da drüber gehst oder arbeitest, dass du die Foundation drunter abträgst. Das passiert hier nicht. Der Chic Flirt Stick gefällt mir sehr gut, macht einen super Eindruck. Man kann ihn kräftig aufbauen, man kann ihn auch echt gut verblenden in Puderprodukte, gar kein Problem. Ich weiß, das passt jetzt absolut nicht zum Augenlook, aber ich wollte es unbedingt testen und ja, dafür sind wir schließlich auch hier. Um zu wissen, ist das Produkt etwas, das muss jetzt ja nicht alles so zusammenpassen wie auch der gelbe Eyeliner. Der passt jetzt auch vielleicht nicht, aber musste getestet werden. Ich stelle euch ebenfalls heute eine neue Mascara vor, nämlich die Pure Force Lash Mascara. Parfümfrei und made in Poland. Kommt mit so einem wunderschönen goldenen Deckelchen. Hier unten haben wir, ist für eine Farbe kein Pink, noch nicht so pink wie meine Nägel, aber schon pink. Jetzt gucken wir uns einmal das Bürstchen an und das ist ein schönes geschwungenes Bürstchen, was spitzer wird zum Ende hin. Das mag ich sehr gern. Davon sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so viel wie mein Fake Lashes, aber vielleicht landet sie in meinem Flop-Produkten-Video oder in meinen Top-Produkten. Das muss man ja mal gucken. Ich werde die auf jeden Fall verwenden und euch berichten. Beim unteren Augenkranz auf jeden Fall jetzt. Ah, die ist jetzt zaghaft, glaube ich. Nach ersten Erkenntnissen braucht sie mehrere Schichten. Ich werde davon auf jeden Fall berichten, wie ich die finde. Kommen wir endlich zum Highlighter aus dieser Palette. Ich hatte eigentlich noch diesen flüssigen Highlighter im Auge gefasst, aber wie ist der nicht im Warenkorb gelandet? Fragt jetzt bitte nicht, warum mir das passieren konnte. Aber wir haben ja einen da, so ist es nicht. Und ich glaube auch, dass die Farbe mir passen könnte, dass die nicht zu dunkel ist. Und eigentlich wollte man ja auch damit arbeiten, was man hat und braucht nicht neue Produkte. Ja, das ist sehr schön. Richtig schön. Der Highlighter gefällt mir sehr gut. Der ist nicht grobkörnig, der ist sehr fein. Schmiegt sich super den anderen Produkten an, die ich schon drauf habe. Also ganz, ganz toll. Richtig, richtig schön. Ich habe eine tolle Base heute und ich glaube, das würde ich so immer tragen. Ich finde die Farbe von der Foundation ist noch gar nicht mehr schlimm wie am Anfang. Sehr, sehr gut. Sehr nice. Kommen wir zu den letzten drei Produkten. Das sind alles Lippenprodukte. Ich habe mir einmal den Plump It Up Lip Booster mitgenommen. In der Farbe Potentially Scandalous. Ein Rot-Orange. Den swatche ich erstmal auf der Hand. Ja. Geht bei mir mehr ins Pinke leider rein. Schade. Das habe ich bei einigen Sachen, dass die bei mir pink werden anstatt rot oder orange. Ebenfalls sind mit eingezogen zwei Intense Matte Lip Pen in der Farbe Get Ready. Also Get Ready, wie rot, so ein wunderschönes Flammenrot. Und die Farbe Coral Vibes. Ich swatch euch erstmal beide. Wir machen oder fangen an mit dem Rot. Mega Farbe. Also gefällt mir. Ich trage sowas jetzt wie so ein Rostrot schon eher. So Flammenrostrot. Ist aber doch recht cremig. Ich dachte wirklich, dass er furztrocken wäre. Nee. Ihr seht das, wie weit ich das schmieren kann. Krass. Man braucht also gar nicht so viel Farbe davon. Und Coral Vibes ist nicht ganz Coral, wie ich finde, sondern geht schon mehr ins Rosenholz rein. Ja, ich werde auf jeden Fall den Coral Vibes heute verwenden. Ich finde den schöner von der Farbe, aber das passt jetzt heute
absolut nicht zum Look. Absolut nicht. Also ein bisschen passen muss es schon. Deswegen nehmen wir mal Coral Vibes und geben dem auf die Lippen. Übrigens weiß ich gar nicht, wie ich den anspitzen soll. Sieht auf den Lippen mehr nach Korall aus als auf der Hand, wie ich finde. Da war es mehr, ihr seht das, glaube ich, ne? Also hier geht es mehr ins Rosenholz rein und hier ist dann wirklich mehr die Korallfarbe. Ich gebe darüber jetzt noch einfach den Plum Bit Up Gloss rüber. Der uns nach Erdbeere riecht? Ich glaube schon. Meine Beauty Bunny, ist das der fertige Look mit den neuen Produkten von dem Catrice Sortiment. Mega cool. Das sind allerdings meine Gewinne. Also die anderen Produkte sind gut, aber das sind meine Gewinne. So ein richtiges Slop-Produkt war irgendwie gar nicht dabei. Nein, es war wirklich bis jetzt alles gut. Wenn ich aber entscheiden müsste, würde ich diese drei Produkte euch ans Herz legen. Lidschattenpalette, Facepalette und die Tinte Serum Foundation. Total gut und du siehst das auch. Also sieht spitze aus. Richtig, richtig toll. Welche Produkte wirst du dir kaufen oder hast du schon? Lass es mich mal wissen. Würde mich total interessieren. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Video und bis dann. Tschüss!